Hallo und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Auf jeden Fall habe ich heute so ein bisschen mitgefilmt, was ich an meinem letzten Schultag gemacht habe. Also so eine Morgenroutine, aber wie gesagt zum letzten Schultag. Und ich habe mich so gefreut, weil ich brauchte unbedingt diese Ferien. Ja, ich war so gestresst von dieser Schule und ich habe bis zum letzten Tag noch eine Arbeit geschrieben. Ich hoffe doch sehr, ihr seid nicht einer dieser Menschen, die aufwachen und dann sofort aus dem Bett steigen, weil ich brauche dann immer noch so 5 oder 10 Minuten, wenn nicht sogar 30 Minuten manchmal. Kommt drauf an, wie früh es ist und wie müde ich bin. Das allererste, was ich immer mache, ist ins Bad gehen. Und wundert euch nicht, wenn ich so komisch schaue. Ich habe meine Brille nicht auf, das heißt, ich sehe da nichts wirklich. Ich binde mir immer meine Haare zuerst zusammen, damit sie nicht ins Gesicht fallen, weil das regt mich immer übelst auf. Und wundert euch nicht, warum ich ein Weihnachtsquäntchen trage. Ich weiß es selbst nicht. Als erstes habe ich dann meinen Anti-Pickel-Sticker abgemacht. Ich habe zwar nicht viele Pickel auf dem Gesicht, aber dieser eine Pickel war einfach so fett, dass ich unbedingt einen Sticker draufkleben musste. Und wenn du diese Sticker draufklebst, dann ist es tatsächlich am nächsten Tag fast weg. Dann habe ich noch mein Gesicht gewaschen und dann auch meine Kontaktlinsen eingesetzt und es sieht dann einfach immer zuerst so aus, als hätte ich geweint. Und dann habe ich noch so ein Haarband eingesetzt, weil ich das einfach voll gern mag. Ich zeige euch jetzt ein bisschen, was ich an Skincare mache. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal diesen einen Toner drauf gemacht und dann noch so ein Serum von The Ordinary. Ich glaube, das ist einfach Hyaluronic Acid. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Bitte judge mich nicht. Als nächstes verwende ich immer so eine Creme, die ich von meiner Hautärztin verschrieben bekommen habe, denn die ist gegen meine ganzen Narben im Gesicht, weil ich hatte früher sehr schlimme Akne. Und dann habe ich noch eine ganz normale Gesichtsfeuchtigkeitscreme drauf gemacht. Da es ja mein letzter Schultag ist, dachte ich, wir sind jetzt ein bisschen fancy und deswegen habe ich diese Eyepatches ausgepackt. Ich habe die noch nie davor verwendet gehabt, aber die sahen voll schön aus. Die habe ich tatsächlich bei Primark gekauft, aber die waren gar nicht so günstig, wie man denkt, weil Primark, die Sachen sind ja immer relativ günstig, aber die haben irgendwie 2 oder 3 Euro gekostet, obwohl es nur ein Stück ist. Bei den Eyepatches war ich im Moment nicht richtig sicher, wie man das Ganze drehen muss. Deswegen habe ich mich jetzt einfach für eine Seite entschieden und dann habe ich noch meine Medikamente genommen. Einmal nehme ich so Medikamente gegen meine Haut, weil wie gesagt, meine Haut war früher sehr, sehr schlimm. Und durch diese Medikamente sind sie ein ganzes Stück besser geworden. Und dann nehme ich nochmal irgendwelche Vitamine. Das Problem mit diesen Medikamenten ist, ich vergesse sie einfach dauernd zu nehmen. Ne? Das heißt, es bringt einfach nichts. Dann habe ich noch schnell mein Bett gemacht, weil ich habe mir das angewöhnt, immer direkt nachdem ich aufgestanden bin, auch mein Bett zu machen, weil es dann einfach ordentlicher aussieht, das Zimmer. Direkt danach bin ich eigentlich auch schon in die Küche gegangen und habe mir einen Kaffee gemacht. Eigentlich wollte ich aufhören, Kaffee zu trinken, weil es irgendwie schlecht für den Körper sein soll und ich nicht so addicted dazu werden will. Aber daraus wurde nichts, weil ich mag Kaffee einfach allein der Geschmack. Ich mag den so unfassbar gern. Obwohl, ich glaube, das, was ich trinke, kann man nicht wirklich Kaffee nennen, weil ich nehme halt immer diesen Mix-Kaffee, da ist ganz viel Zucker drin und so. Und da mache ich aber nur ganz wenig Wasser rein, damit ich nochmal viel mehr Milch reinmachen kann. Ich persönlich mag Eiskaffee viel, viel mehr, deswegen mache ich auch immer noch mal ganz viel Eis rein. Und vielleicht hätte ich einfach mal diesen Strohhalm da rausnehmen sollen, weil dadurch musste ich richtig viel sauber machen, weil so viele Eiswürfel einfach daneben gefallen sind. Dann habe ich noch nach Karotten gesucht, damit ich sie dem Kaninchen geben kann. Wundert euch nicht, wir haben eigentlich 2 Kaninchen, aber nur das eine Kaninchen ist zurzeit drinnen. Wir hatten früher eigentlich 2 andere Kaninchen, die hießen Nikki und Charlie, aber Charlie ist leider schon gestorben, weshalb wir uns dann ein neues Kaninchen geholt haben, weil Kaninchen sollten niemals alleine aufgezogen werden. Deswegen haben wir uns dieses neue Kaninchen hier geholt. Ich glaube, das heißt eigentlich Titus, aber meine Schwester nennt sie immer Bambi, weil sie den Namen nicht mochte. Und ich finde das Kaninchen einfach so unfassbar süß. Nur leider darf es noch nicht rausgehen, weil es halt immer innen aufgezogen wurde im Tierheim. Und deswegen sollen wir es halt auch erstmal für die nächste Zeit drin behalten. Tagsüber darf es aber bereits aufstehen, wenn die Sonne scheint. Auf jeden Fall bin ich dann wieder hochgegangen und habe meine Haare durchgekämmt, weil die sahen einfach so schrecklich aus. Vielleicht hätte ich sie auch mal waschen sollen, aber darauf hatte ich jetzt keine Lust. Dann habe ich noch meine Haare aus dem Gesicht gemacht, weil wie ich bereits erwähnt hatte, ich hasse es einfach, wenn die Haare die ganze Zeit ins Gesicht fallen, deswegen habe ich halt diese Clips verwendet. Und wie gesagt, ich liebe diesen Kaffee einfach. Dann habe ich auch schon meine Eyepatches abgenommen. Ob das jetzt irgendwas gebracht hat, keine Ahnung, aber ich habe mich fancy und cool gefühlt, deswegen ist das schon in Ordnung. Übrigens verwende ich diese ganzen Eyepatches immer mehrmals, weil die sind so teuer, ja, und deswegen werde ich sie wahrscheinlich einfach in einem anderen Vlog oder in einem anderen TikTok wiederverwenden. Meine Schwester hat mir beigebracht, dass es immer sehr, sehr wichtig ist, Sonnencreme zu tragen. Und ich komme ja auch aus Korea und da tragen die wirklich alle die ganze Zeit Sonnencreme, auch im Winter und auch wenn die Sonne nicht scheint. Deswegen mache ich das auch, weil das ist einfach besser, weil dann deine Haut nicht so schnell altert. Und generell, wenn du Pickel hast, beziehungsweise unreine Haut, dann kann das auch helfen. Das Ding ist, selbst wenn du die UV-Strahlen nicht siehst oder auch keine Sonne scheint, die sind halt immer da und deswegen solltest du dich vor denen schützen. Ich habe dann auch noch mein Make-up gemacht. Ich habe jetzt nicht genauer gezeigt, was ich alles gemacht habe, weil das würde dann viel zu lange dauern und es interessiert auch niemanden. Weil erstens, ich habe keine Ahnung, wie man Make-up macht und zweitens habe ich, glaube ich, schon mal ein Make-up-Tutorial hochgeladen. Also falls ihr Interesse habt, dann könnt ihr euch einfach das anschauen. Übrigens, das ist keine Foundation, die ich benutze, sondern eine BB-Cream und da ist tatsächlich nochmal Lichtschutzfaktor drin. Was ich einfach an BB-Creams mag, ist, dass die nicht so schlecht für die Haut sind und die Deckkraft ist auch nicht so hoch, sodass es sehr natürlich aussieht und ich mag das einfach viel mehr und es sieht nicht so cakey aus.
Trotzdem mache ich dann immer noch mal Concealer unter meine Augen drin, weil, wie gesagt, ich habe immer Augenringe. Auch wenn ich diese Eyepatches benutzt habe, ja, wie gesagt, die haben nichts gebracht. Meine Augenbrauen habe ich dann auch noch mal etwas nachgezogen und dann habe ich auch meine Nase konturiert. Wenn ich eine Sache gut kann beim Make-up, dann ist es Nase konturieren, weil ich mache das jetzt schon seit Jahren, weil ich persönlich mag meine Nase nicht so gern. Ich weiß, viele von euch sagen jetzt so, beschwer dich doch nicht und so, aber Entschuldigung, es ist meine Nase, ja? Ich beschwere mich über Sachen, über die ich möchte. Diesen Blush benutze ich tatsächlich erst seit kurzem und ich habe absolut keine Ahnung, ob das gut aussieht oder einfach nur komisch aussieht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, man sieht sowieso keinen großen Unterschied. Aber trotzdem mag ich es irgendwie, diesen Blush aufzutragen, deswegen mache ich das auch weiter. Dann bin ich wieder runtergegangen und habe mir Frühstück gemacht. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Während ich den Eiskaffee gemacht habe, hätte ich auch Frühstück machen können. Aber kennt ihr das? Wenn man aufsteht, hat man nicht sofort Hunger und ich muss dann immer erstmal eine halbe Stunde oder eine Stunde warten, bis ich was essen kann, weil sonst funktioniert das bei mir nicht. Morgens frühstücke ich eigentlich immer dasselbe und zwar nehme ich einfach Haferflocken und mache da etwas Milch rein und dann mache ich das Ganze in die Mikrowelle. Das Ganze kommt da dann ungefähr für eine Minute rein oder so und dann fange ich an, einen Apfel zu schneiden und dafür mache ich so kleine Würfelchen. Dieses Rezept habe ich mal gefunden, als ich auf einer Diät war und nein, es war keine Diät, wo ich versucht habe abzunehmen, sondern einfach versucht habe, mich gesünder zu ernähren, damit es mir besser geht und ich mich besser in der Schule konzentrieren kann. Ich fand dieses Rezept dann aber so unfassbar lecker, dass ich das seitdem jeden Morgen esse und dann mache ich am Ende auch nochmal so Granola drauf, weil es dann nochmal viel besser schmeckt, habe ich das Gefühl. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Schokogranola nehmen oder so. Wie man sehen kann, ist es bereits hell geworden und dann habe ich mich angefangen auch umzuziehen bzw. anzuziehen und an diesem Tag war es tatsächlich nicht so kalt, deswegen habe ich halt dieses weiße Top angezogen und dann nochmal dieses blaue obere Top, keine Ahnung, wie man das nennt, aber ich finde, das sieht voll süß aus. Ich weiß noch nicht mal, warum ich das so lange nicht mehr getragen habe. Ich glaube, ich hatte das jetzt seit einem Jahr nicht mehr an oder so. Ich habe das nur irgendwo hinten in meinem Schrank gefunden. Und dazu habe ich dann nochmal diese Jeans hier angezogen. Ich glaube, die nennt man irgendwie White Leg oder so. Ich habe aber absolut keine Ahnung, ne? Dann habe ich bemerkt, dass es vielleicht eine ganz gute Idee wäre, auch mal wieder mein Zimmer aufzuräumen. Mein Zimmer ist eigentlich immer relativ aufgeräumt, aber mein Schreibtisch, ich mache noch nicht mal irgendwas, aber mein Schreibtisch ist immer unordentlich. Deswegen muss ich ihn gefühlt alle 2 Stunden aufräumen. Hier habe ich euch dann nochmal mein Outfit gezeigt, weil ich aber so stolz drauf war. Eigentlich ist es nichts Besonderes, aber ich mochte mein Outfit an diesem Tag wirklich gern. Mich regt nur auf, dass diese Hose low-waist ist und nicht über meinen Bauchnabel geht, weil das mag ich eigentlich viel mehr. Und diese Hose, die ich euch gerade eben gezeigt habe, die ist mir eigentlich auch viel zu klein. Immer wenn ich mich hinsetze, habe ich das Gefühl, die erstickt mich. Aber ich habe so viel Geld für die ausgegeben, deswegen möchte ich sie trotzdem weiter tragen. An sich könnte ich sie, glaube ich, meiner Schwester geben, aber ich glaube, die passt ihr auch nicht. Und dann habe ich meine Zähne geputzt, weil ich das für sehr wichtig halte, vor allem, weil man den ganzen Tag in der Schule die Maske trägt. Dann habe ich einfach erfahren, dass ich an diesem Tag die erste Stunde Entfall habe, worüber ich mich so aufgeregt habe, weil wir haben nur 3 Stunden an diesem Tag gehabt. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber an dem Freitag, einen Tag vor den Ferien, haben wir immer nur 3 Stunden Unterricht. Und deswegen habe ich mich dann einfach dazu entschlossen, Klavier zu spielen. Ach und übrigens, die 3. Stunde ist bei uns dann einfach auch ausgefallen. Das heißt, ich bin nur für die 2. Stunde in die Schule gegangen. Für die anderen Leute tut mir das voll leid, weil es gibt ja Leute, die relativ lang zur Schule fahren müssen und die fahren dann einfach länger, als dass sie dann in der Schule sind. Meine Schule ist zum Glück nur 5 Minuten von mir entfernt, deswegen laufe ich da auch immer hin. Eventuell habe ich dann auch gemerkt, dass es ein bisschen kalt ist, deswegen habe ich dann nochmal diese Strickjacke angezogen. Das versaut eigentlich das komplette Outfit und man sieht jetzt absolut gar nichts mehr. Aber egal, vielleicht ist es ja später ein bisschen wärmer und dann kann ich sie ausziehen. Und dann bin ich eigentlich auch schon in die Schule gegangen und hier bin ich auch schon wieder zurückgekommen, weil wie gesagt, ich hatte nur 45 Minuten Unterricht an dem Tag. Und ich habe jetzt endlich Ferien! Yay! Ihr könnt euch einfach nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe. Auf jeden Fall hoffe ich, dass mein YouTube-Video euch gefallen hat. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr mich abonnieren würdet. Ciao!